Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe meinen Mutterpass erhalten und bin so mit offiziell schwanger, würde ich sagen. Wobei mir das schon vorher klar war. Nur kurz zu der Geschichte davor. Erstmal, was ich noch auf jeden Fall sagen wollte, vielen, vielen Dank für die ganzen Kommentare, sei es jetzt auf YouTube oder auf Instagram oder auch auf Facebook in der Gruppe. Also, ihr seid einfach klasse. Und habe mich zum Nachdenken gebracht. Ja, auf jeden Fall muss ich die Praxis wechseln. Und ich gehe jetzt auch wieder zu meiner alten Frauenärztin. Diese ist aber in Köln und ich fahre hin und zurück 100 Kilometer. Das ist nicht gerade wenig, aber es lohnt sich und ich fühle mich da in der Praxis einfach super wohl. Und deswegen war es für mich schon die richtige Entscheidung. Allerdings geht es erst im Oktober. Also zum neuen Portal. Aber Hauptsache es geht und der Rest ist egal. So, ich habe den Mutterpass erhalten. Das heißt, bei dem letzten Video, als ich bei meiner Ärztin war, ihr kennt das Video oder schaut gerne rein. In diesem Video hieß es, obwohl ich mit dem digitalen Schwangerschaftstest getestet habe und da stand 2. bis 3. Schwangerschaftswoche, hieß es dann vor Ort bei der Ärztin, ich bin nicht schwanger. Erstens hat sie einen Ultraschall gemacht, da hat sie nichts gesehen. Ich muss euch aber auch ganz ehrlich sein, dieser Monitor war irgendwie wie so ein altes Super Mario-Spiel, wirklich. Also die Qualität war so mies, da konnte man auch gar nichts erkennen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man auch, wenn man viel weiter ist, dass man da irgendwie, ja, das von der Qualität halt super ist. Aber gut. So, auf jeden Fall war es. Es war nichts zu sehen. Und auch mein Schwangerschaftstest, den ich dann vor Ort gemacht habe, wo ich für 5 € bezahlt habe, der war dann auch negativ. Also es war ganz komisch, weil ich hatte dann ja auch nochmal zu Hause, dann 2 Tage später nochmal für mich einen Schwangerschaftstest gemacht, zum normalen. Und auch dieser war sehr positiv. Also der Strich wurde immer stärker. Wie auch immer, ich weiß nicht, was da passiert ist. Vielleicht hatten sie einfach einen Schwangerschaftstest, was von der, dass das nicht so sensibel, also die Empfindlichkeit war wahrscheinlich so niedrig, dass man das erst viel später bestätigen konnte. So, genau, auf jeden Fall, jetzt habe ich einen Mutterpass. Man hat alles sehen können. Allerdings noch kein Herzschlag und das kommt noch. Genau, den nächsten Termin habe ich jetzt in circa 2 Wochen. Und was ich euch in diesem Video noch mitteilen möchte, einmal möchte ich euch in diesem Video ein Buch vorstellen oder Bücher. Diese bekommst du kostenlos. Wirklich kostenlos. Du brauchst dafür nichts bezahlen, kriegst die nach Hause geschickt und ich liebe diese Bücher. Ich habe das seit dem ersten Kind, habe für jedes Kind hier so ein Babybauch, wie heißt es? Mein Babybauchbuch, genau. Also ein Tagebuch und der ist einfach mega klasse, wirklich. Der ist so schön aufgebaut. Ich mag's. Leute, ihr denkt wahrscheinlich, warum sitze ich hier so dick angezogen? Also heute ist mir irgendwie total kalt, habe das Gefühl irgendwie, dass ich krank werde oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich erst gar nicht krank werden und deswegen packe ich mich gut ein. Ich habe auch schon überlegt, die Heizung anzumachen, aber der Carlos meinte, wie bitte? Ist noch viel zu früh. Ja, irgendwie schon, aber mir ist kalt. Okay, dann ziehe ich mir halt was Kuscheliges an und lasse es mir eben gut gehen. Genau, dazu erzähle ich euch am Ende des Videos was. Dann zeige ich euch jetzt, was ich in meiner Schwangerschaft einnehme. Möchte aber damit nicht sagen, dass du das dann auch nehmen musst und sollst, so wie ich. Nein, Quatsch. Also, das ist völlig Quatsch. Ich zeige euch jetzt wirklich nur, was ich einnehme und nicht, was ihr Schwangeren da draußen auch einnehmen müsst oder solltet. Also, wir fangen an mit Folsäure, denn das habe ich schon auch vor der Schwangerschaft eingenommen. Und da habe ich eins von Doppelherz, das heißt Mama Plus. Ich zeige euch das erstmal so. Dieses gibt es, wo kaufe ich das denn sonst? Ich glaube bei DM. Aber kriegst du auch bei Rossmann und
Ich glaube auch bei Rewe. Müller wahrscheinlich auch. Und wenn nicht sogar auch Kaufland. Ich glaube, die haben sie auch. Auf jeden Fall, diese kosten um die 4,25 €, je nachdem, wo man es kauft. Da sind 30 Kapseln drin. Und eigentlich so ziemlich alles, was ich brauche, bis auf Jod. Jod sind hier nur 100 drin. Ich bräuchte 200 und deswegen muss ich mir das noch auf jeden Fall verschreiben lassen. Ne? Ja, also ich habe das schon vor der Schwangerschaft genommen. Das steht ja auch so, also bei Kinderwunsch, für Frauen mit Kinderwunsch in der Schwangerschaft und in der Stillzeit. Genau. Und da sagt man so, ja, man sollte das so um die 4 bis 6, 8 Wochen vorher einnehmen, vor der Schwangerschaft. Dann ist man versorgt. Und so habe ich es dann auch gemacht. Jetzt vielleicht keine 8 Wochen, aber es waren dann 4 Wochen, weil ich dann ja auch wirklich im ersten Zyklus direkt schwanger wurde. Genau. Und ne, die muss man auch allerdings selber zahlen. Die kriegt man jetzt nicht verschrieben. Das macht mir nichts. Dann nehme ich ein. Ach so, ich zeige dir euch mal von innen, wie die aussehen. Das sind schon so dicke, große Kapseln. So schauen diese aus. Ups. Und davon nehme ich täglich 2 Stück. Das heißt, ich komme mit einer Packung 2 Monate aus. Um genauer zu sagen, genau 15 Tage. Und somit gehen schon über 8 € im Monat dafür drauf. Dann machen wir weiter mit Eisen Plus von Rotbäckchen. Da habe ich in der ersten Schwangerschaft einiges probiert und ich muss sagen, das ist das Beste. Das schmeckt nach Erdbeere und ihr werdet da einiges finden, günstigeres, aber ich bin hier für das. Das kostet um die 5 bis 6 €. Ist auch je nachdem, wo man das jetzt kauft. Ich habe den jetzt bei Kaufland gekauft. Ich meine knapp unter 6 €. Und ja, dieser schmeckt wirklich gut. Da sind drinnen, ich glaube 450, ja, 450 Milliliter. So sieht die Flasche dann aus. Ich hatte die jetzt schon offen und deswegen stand die jetzt im Kühlschrank. Die ist ganz kalt, habe sie jetzt nur rausgeholt, um es euch zu zeigen. Und die Tagesdose, hier steht also ganz genau, was die Tagesdosis ist für Schwangere und für Stillende. Also Tagesdosis Schwangere 15 Milligramm, nee, jetzt bin ich am gucken, Proportion 90 Milliliter. Also 90 Milliliter für Stillende 5 Milligramm. Genau, 90 Milliliter. Liter, jetzt könnt ihr überlegen, hier sind 450, man kommt damit nicht mal 2 Wochen aus. Rechnen wir mal auf 2 Wochen, dann ist man wieder im Monat bei, ja, um die 12 € würde ich sagen. 12 €. Und das war noch nicht alles, was ich im Monat brauche, sondern ich benutze noch Magnesium. Und da habe ich jetzt das hier von der DM-Marke. Damit komme ich sehr gut zurecht. Kostet 5 €. Aber hier sind auch 300 Tabletten drin. Ich nehme täglich 2. Und ja, 150 Tage, 5 €. Das heißt, um die 5 Monate. Kann das sein? Ja. Geht, ne? Genau, Jod brauche ich dann noch. Ich glaube, dafür zahle ich auch um die 5 € und da sind auch ganz viele drin. Ich weiß nicht genau, aber wirklich viele. Also da komme ich, glaube ich, auch so 3 Monate mit aus. So, und was ich sonst noch brauche, ist nur noch Pflege. Da ist das so, in der ersten Schwangerschaft, da habe ich wirklich sehr viel Geld für die Hautpflege ausgegeben. Klar, es ist das erste Kind, man will alles perfekt haben, man will auch nicht so zerreißen und gibt ein bisschen mehr für aus. In der zweiten war es auch noch so, in der dritten, vierten und jetzt in der fünften Schwangerschaft.
ist es halt nicht mehr so, dass ich Geld dafür ausgebe. Ich benutze mal ein Babyöl für den Bauch und sonst benutze ich Cremes, die sehr viel Feuchtigkeit spenden. Und was ich auch einmal im Monat mache, ihr wisst ja, ich habe in der Küche ganz viele Aloe Vera Pflanzen stehen, die ich selbst auch züchte. Und diese benutze ich für die ganze Körperpflege einmal im Monat, wirklich von Kopf bis Fuß. Und dann auch für meinen Bauch, wobei ich dann die Pflanze auch nochmal in so kleine Pads schneiden werde, damit ich die am nächsten Tag und vielleicht auch noch am dritten Tag auf dem Bauch schmieren kann. Ist auf jeden Fall eine gute Sache, spendet sehr viel Feuchtigkeit und ich fühle mich damit wirklich wohl. So, jetzt machen wir weiter mit den Büchern. Also, erstmal die Seite. Wie heißt die Seite? Wir wollen erstmal hier alles richtig machen. So, also dieses ist von Sterifarm. So heißt es. Und auf der Seite findet ihr wirklich ganz viel. Bücher, Broschüre, so ganz viele Tabellen, wo drauf steht, worauf man verzichten sollte an Lebensmitteln und auch andersrum, was man essen sollte, was hilft, wo viel Folsäure ist, wo viel Eisen ist und, und. Dann kann man auch da Folsäure bestellen von Folio. Ich glaube, da kann man auch sogar eine Probe bestellen. Hatte ich, fand ich gar nicht so schlecht, aber ich habe, wie gesagt, für mich halt dieses mit von Doppelherz ja, gefunden und finde das einfach klasse. Und sonst könnt ihr da alles online bestellen, euch nach Hause schicken lassen oder auch solche Broschüren auch online runterladen. Genau. Und was ich jetzt jedes Mal, wenn ich schwanger war, was ich bestellt habe, war jetzt dieses Babybauchbuch. Und das ist so klasse. Das ist so ein schönes Buch. Ihr kennt das bereits. Ich habe schon vier Geburtsberichte erzählt, wo ich jedes Mal so ein Buch gezeigt habe. Vor allem im ersten Video erzähle ich da euch ausführlich ja, darüber. In der Infobox findet ihr dann meine Geburtsberichte. Da tue ich euch da alles eintragen. Und im ersten Video, da erzähle ich dann halt wirklich alles ausführlich zu diesem Buch. Dann könnt ihr halt auch noch mehr Broschüren und Bücher bestellen. Ich zeige euch jetzt noch zwei Bücher. Einmal mein Babystillbuch. Der war für mich besonders in der ersten Schwangerschaft sehr hilfreich. Vor allem, weil man da ja noch unerfahren war. Und hier kann man wieder alles Mögliche auch eintragen. Meine persönlichen Angaben, mein Baby, wichtige Telefonnummern. Das ist genauso wie beim anderen Buch auch. Und dann steht hier Impfkalender, was ich auch ganz wichtig finde, wann was gemacht werden sollte. Unsere Arzttermine kann man eintragen. So, rund um Stillen. Und dann steht da die ersten Tage. Das kann man dann da auch wieder wie so ein Tagebuch. Und dann stehen hier ganz viele Tricks und Tipps, alles rund um Stillen. Ich habe mir das ganze Buch durchgelesen. Also wirklich, es ist ein schönes Buch. Und ich finde es einfach klasse, dass es das gibt umsonst, ne? Und dann habe ich diesmal noch was mitbestellt. Kannte ich jetzt noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob das neu ist. Schwanger werden mit der richtigen Ernährung und Lebensweise vom Kinderwunsch zum Wunschkind. Fand ich auch ganz toll und deswegen habe ich das bestellt. Dieses sieht so aus. Ich habe da schon ein bisschen rumgeblättert und auch jedem Inhaltsverzeichnis. Alles ist sehr gut aufgebaut. Wenn ihr da bestellt, dann würde ich das direkt mitbestellen. Wie gesagt, es ist kostenlos und da stehen einige Informationen. Also ich finde es richtig gut, vor allem wenn man das erste Mal schwanger ist. Nur da ich das beim ersten Mal nicht hatte, dachte ich mir, okay, dann nimmst du es diesmal auf. Also nicht auf, sondern nimmst du es zu deiner Bestellung mit auf. Ja, Folsäure, ne? Hier steht auch nochmal die Tabelle, wo überall Folsäure drin ist, wie viel und so weiter. Also finde ich mega gut. Das war es jetzt so zu diesem Video. Also nochmal vielen, vielen Dank wirklich für eure ganze
Unterstützung im letzten Video, wo ich bei meiner Ärztin war. Das war echt sehr hilfreich. Ihr habt mich da gepusht und denn ich muss echt sagen, nach diesem einen Besuch ging es mir richtig mies und nachdem ich eure Nachrichten gelesen habe, wusste ich einfach, okay, in welche Richtung soll ich gehen, in welche Richtung muss ich gehen. Und ja, dafür habe ich mich jetzt entschieden. Und ich bin happy. Dann noch kurz, vielleicht am Ende. Ich habe heute Geburtstag. Dieses Video drehe ich gerade morgens. Die Kinder sind in der Kita. Ich habe beim Kaufland eine Geburtstagstorte gekauft. Minions, aber mal so nebenbei, ja, eine Minions-Torte. Nicht für mich, einfach nur für die Kinder. Ich feiere schon lange keinen Geburtstag mehr. Ich finde es schrecklich, ich finde es schlimm, ich will gar nicht daran denken. Und deswegen, ich habe jetzt eine Torte gekauft. Die Kinder haben sie noch nicht gesehen, die werden sich dann freuen. Und ja, ich will keine Geschenke, ich will gar nichts. Ich weiß, dass wir am Wochenende ein bisschen feiern werden, weil Carlos da ja doch ein bisschen was vorbereitet hat. Aber sonst, für mich gibt es nur noch die Kindergeburtstage. Ja, ich finde, ich fand, letztes Jahr war es schon ganz schlimm. Bin 30 geworden. Aber Leute, meine Mom sagte noch, Kind, das Leben fängt erst jetzt an. Aber Leute, ich sag's euch, der 31. ist noch schlimmer. So, und jetzt beende ich hier das Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns morgen. Tschüss!